Scheiße. Glänzender Spiegel, sehr praktisch, wenn die Frisur stimmen soll. Pomadia Kamm, eitler geht es kaum noch. Puderdöschen, verleiht eine vornehme Blässe. Liebesbrief, Annäherungsversuche eines Casanovas. Schöne Grüße hier aus. Deswegen heißt die kuriose Truhe, jetzt verstehe ich das auch. Aus Wissen 3, bei mir dem Ameisenkönig. Ich habe jetzt hier die Truhe von Slane gerade geplündert und hätte echt nur Quatsch darin. So ein Mongo, ey. Und ich würde jetzt mal mit Eldrick reden, um mal ihm zu fragen, was jetzt abgeht mit dem Ritual. Denn wir müssen ja jetzt irgendwie, um in das große Tor betreten zu können, bei den Kielern, müssen wir irgendwie altes Wissen bei Eldrick oder so nochmal irgendwie anbringen. Ich habe das nicht ganz genau kapiert. Nochmal zum Geisterritual. Ah, wir sagen erst einmal, dass hier Zacharias bei uns dabei ist. Zacharias wird uns beim Geisterritual helfen. Das ist gut. Ich wusste, auf den alten Magier ist Verlass. Du wirst also beim Geisterritual dabei sein? Ja, ich werde da sein. Du kannst dich auf mich verlassen, mein Junge. Tja, jetzt müssen wir aber immer noch diese eine Quest machen. Ich kann euch mal das ganz kurz zeigen, was ich meine. Wir hatten hier von Kila hier diese Quest. Sicher ist sicher? Nein, nicht auf Kila. Wo ist sie denn? Das Reich der Schatten, das Kristallportal auf Kila. Große Vorbereitung, rekrutiere Shani. Öffne das große Tor da. Baraka lässt mich nicht durch das große Tor. Er sagt, bevor ich mich nicht als würdig erwiesen habe, diesen heiligen Boden zu betreten, lässt er mich nicht vorbei. Er meint, ohne das alte Wissen zu kennen, wäre ich nicht würdig. Ich habe keine Ahnung, wovon er da redet, aber Baraka meinte, das alte Wissen selbst wird es mir sagen, wenn ich es erst einmal gefunden habe. Baraka meint, nur das Wissen gefunden zu haben, heißt nicht, es zu verstehen. Ich soll es jemandem bringen, der es verstehen kann. Das ist jetzt die Frage, wem ich es bringen soll. Auf Kila? Ja, ihm selber oder wie oder was? Verstehe ich nicht. Was hat der für einen Arsch auf? Ich glaube, wir gehen nochmal jetzt einfach nach Kila. Oder reisen einfach mal jetzt mal nach Kila. Ich habe ja überhaupt keine Ahnung, was er damit meint, ey. Wird es nicht mal wieder... Ja, halt einfach die Schnauze, Bones. Glaube ich, Spinne. Wird es nicht mal... Na los, du bist ein Seefahrer, richtig? Oh nein. Ja, richtig. Ist ja da. Das habe ich mir gleich gedacht. So wie du aussiehst. Ich habe ja gar keine Ahnung von der Seefahrt. Aber bei dir habe ich ein gutes Gefühl. Also, ich werde gerne unter deiner Flagge segeln. Wann legen wir denn ab? Du bleibst am besten hier auf der Insel und sicherst unsere Nachhut. Na schön. Aber wehe, du legst einfach ab und kommst nicht wieder. Würde ich niemals tun. Okay, dann lass uns hier weitermachen, bevor noch jemand anderes unseren Tempel plündert. Wird es nicht mal wieder Zeit? Ich töte auch noch. Hey. Ich glaube, Hattie kommt mit. Komm mit. Ei. Ei. Ja, Bones, halt die Schnauze. Ich will jetzt einfach nur zu diesem komischen Baraka und will, dass er mir hier das große Tor aufmacht, ey. Kann ja wohl nicht angehen, dass ich hier nicht reinkomme wegen irgendeinem kackalten Wissen. Was ich mit Sicherheit schon habe. Ups. Vater hätte keinen Blick für diese Mauer gehabt. Wie auch? Er war ja ständig betrunken. Da hast du auch wieder recht. Ich habe das alte Wissen gefunden und kenne seinen Sinn. Gut. Dann erleuchte mich mit deiner Weisheit. Das alte Wissen dient nicht nur der Erleuchtung. Es ist vielmehr ein großes Machtinstrument und kann die Geschicke der Menschen bestimmen. Das sind wahre Worte, Gucho. Ich sehe, du verstehst die Worte unserer Altvorderen. So sei dir der Zutritt ins verbotene Tal gestattet. Warte hier. Ich öffne das Tor. Wo habe ich denn den Spruch bekommen? Geh nun. Doch sei vorsichtig. Viele Gefahren werden auf dich warten. Jenseits dieses Tores ist vieles nicht, wie es zu sein scheint. Verliere niemals den Blick für das Wesentliche. Dann wirst du deinen Weg meistern. Na toll, ey. Nur für diesen Einspruch hat er jetzt mir das Tor aufgemacht. Und wieso gab es keine geile Animation, wie bei den Monolithen? Das ist das erste Mal. Ja, das finde ich ja echt luschig. Komm schon, geh mal rein. Ich hoffe, Matt geht jetzt voll ab. Wow, wir sind hinter dem großen Tor. Wir sollten uns vorsehen. Wer weiß, was in diesem Tal alles auf uns lauert. Ich sehe schon ein Ding, was auf uns lauert. Ne, zwei Dinger sehe ich hier gerade schon. Endlich! Ja, du kannst auch mithelfen, Alter. Oh Mann, ey. Matt macht natürlich gar nichts. Ich kaufe wieder mit drauf. Los doch! Sehr gut. Ganz und gar nicht schlecht. So, dann gucken wir mal, was wir hier...
irgendwie machen können. Wir müssen ja auf jeden Fall schon mal den Schatz hier von diesem einen Typen holen. Das ist ja hier links direkt. Das ist ja, hab ich mir direkt gemerkt, wo das ist. Von Morgan, Kapitän Morgan. Marinide! Alter. So. Au! Au! Pass doch auf, was du machst! Ups, das tut mir leid. Okay, ja, wir können ihn auch eigentlich töten, aber ich will wissen, was er jetzt meint mit seinen Vorhaben. Ich will was wissen, was er jetzt da für Pläne hat. Der ist ja so doof. Der muss ja entweder komplett am Scheitern sein, wenn er das hinbekommt oder es ja eben nicht hinbekommt. Mit ihren 8 Beinen wäre sie mal lieber davon gerannt. Ja, glaube ich auch. Deswegen gucke ich mal, wie er dann richtig heftig am Failen ist und dann am Rollen ist. Mir die Ohren zu rollen. Es hat nicht geklappt, hilf mir doch. Und dann hau ich ihn um. Dann kassiert er mega. Oh, was machen denn diese ganzen Viecher hier? Da hinten ist nochmal ein Leviathan. Sehr interessant. So. Ihr seid auch direkt hinter mir, oder? Ja. Hier irgendwo müsste der Schatz von morgen sein. Alter. Und weg mit dir. Schauen wir mal, hier muss ja irgendwo ein dickes rotes Kreuz sein. Oh. Ein schöner Wächter, aber kein Schattenwächter, sondern einer der Schattenwächter, die hier für das Tal Wache spielen. Sehr interessant. Und der beschatzt morgens Schatz. Der ist ja so geil. Weg mit dir, ey. Nee, bedeutet echt nichts. Dann mal hier ganz in Ruhe den Schatz heben von morgen. Dank Patty können wir ja hier den Schatz heben. Da bringt er wahrscheinlich eh nichts, weil da eh nur Geld drin ist und ich Geld zu diesem Zeitpunkt eigentlich gar nicht mehr gebrauchen kann. Soll ich mir ihn jetzt noch für Geld kaufen? Quest Erfolg, klar, Captain Morgans Schatz ist eine Kiste voller Schnaps. Ja, bringt aber auch was. Oder nicht? Doch, ein bisschen. Ein bisschen. So, hier sind überall diese Stämme, diese Baumstämme. Kann man irgendwie auf den laufen? Ja, könnte man, aber ich glaube, weiß nicht, ob das was bringt. Ich glaube eher weniger. Deswegen würde ich erstmal in dieses Haus reingehen, was da vorne irgendwie war. Da. Kämpf endlich! Wovon redet ihr? Ich will gar nicht kämpfen. Ach, das tue ich mir jetzt aber nicht an. Ich gehe einfach mal nach oben. Oh ne, da kommt so eine Spinne auch noch zu mir an, ey. Los doch! Hauptsache er feuert mich an und macht gar nichts. Das ist das Wichtigste. So. Weißt du, was mir hier am besten gefällt? Du wirst es mir sicher gleich sagen. Es stinkt hier nicht nach Rum und Matrosen. Ja, wonach stinkt es dann hier? Capo, Ono Bambule. Du entweihst unseren heiligen Boden, Gucho. Verlasse sofort das Tal der mächtigen Margolot. Entspann dich, ich bin auch gleich wieder weg. Du weißt nicht, worauf du dich hier einlässt, Gucho. Das heilige Tal ist in Aufruhr. Die Krieger des Orakels sind auf dem Kriegspfad. Selbst die Ahnen vermögen ihren Zorn nicht mehr zu bändigen. Ach klar. Ich brauche Hilfe bei einem Geisterritual. Erst wird Chani den Kila helfen. Alles andere muss warten. Oh, was ist denn da das Problem? Du scheinst eine sehr mächtige Kiki zu sein. Chi, alle Hoffnungen der Kila sind mit mir. Ich habe die ehrenvolle Aufgabe, das Volk der Kila zu schützen. Und ich werde mein Leben geben, wenn ich damit die Kila wieder in eine bessere Zeit führen kann. Warum schickt das Orakel seine Soldaten aus? Seit vielen tausend Jahren leben die Kila in Frieden mit Margolot. Viele Monde bin ich schon hier und habe oft mit dem Orakel gesprochen. Doch muss ihr etwas Großes zugestoßen sein, dass sie nicht mehr unser Rufen erhört. Ihre Krieger, die du Soldaten nennst, sind Ausdruck ihres Zorns. Sie rüsten sich zum großen Krieg gegen die Kila. Sie müssen aufgehalten werden, bevor sie Eier legen, denn dann werden sie unbesiegbar sein. Eier legen? Was laberst du? Wo genau ist dieses Orakel? Margolot hat ihr Nest jenseits der Hallen des großen Tempels im Osten. Unterschätze nicht die Macht der alten Margolot. Sie ist das allererste Wesen dieser Welt. Sie ist also sehr alt.
weise und ebenso gefährlich. Sei vorsichtig. Wenn sie dich einmal in ihre Fänge bekommt, ist es um dich geschehen, Gucho. Dann ist das das alte, sehr, sehr alte Wesen, was wir brauchen. Was weißt du, wie man diese Abschirmung macht für das Geisterritual? Was willst du gegen Margolot-Soldaten unternehmen? Ich habe sie beobachtet. Ich kenne ihre Strategie. Sie werden sich oben auf den Hochebenen niederlassen, um ihre Brutstätten zu errichten. Noch haben sie keine Eier gelegt, doch die Zeit drängt. Tonka Damaka ist schon mit seinen Kriegern aufgebrochen, um die erste ihrer Brutstätten aufzusuchen. Ich selbst muss einen Zauberbann für die Hochebenen vorbereiten, damit die böse Saat nicht aufgeht. Warum gehst du nicht zum Orakel und versuchst es zu besänftigen? Chani hat es viele Male versucht, doch ich bin immer wieder an ihren Kriegern gescheitert. Ich kann nur noch versuchen, das heilige Tal zu retten. Die Kila müssen beschützt werden. Warte mal, ist sie Chani oder was? Ich verstehe gerade nicht. Das war schon eine ziemlich große Sauerei, mich einfach in den Dschungel zu schicken. Wie bitte? Na, die Piraten. Sie haben mich einfach weggejagt. So eine Frechheit. Der Dschungel ist gefährlich. Ich könnte tot sein. Ja, könntest du. Bist du aber nicht. Wenigstens einer, der Mitleid mit mir hat. Geht. Es ist schon wichtig, gute Freunde zu haben, nicht wahr? So, jetzt aber Schluss mit dem Palaver. Wir haben ja noch einen Tempel zu plündern. Du laberst so einen Müll, Alter. Ich muss erstmal hier nach oben kommen. Ich sehe, das kann ja nicht sein, dass sie Chani ist. Die Chani sieht ja komplett anders aus. Das ist Chani. Warum hat sie denn auch so ein komplettes Makeover bekommen? Ich werde dir fliegen. Mach sie nieder! Spinnensoldat! Was ist denn jetzt kaputt, ey? Ich habe ja keine Ahnung, wo jetzt so eine Spinne herkommt. Ach, die ist auch dunkel, doch. Wo kommen die alle her? Was ist denn jetzt hier kaputt, ey? Vor allem, ja. Sieht gar nicht mehr so aus wie die Chani. Sieht auch komplett anderer Sprecher. Oh Mann, ich dachte, wir würden die alte Chani wieder treffen, aber das ist nur so eine alte Hexe. Kein Gekrabbel mehr. Da kommt noch mehr, Sandteufel, das ist ja auch sehr geil. Doch, den mach ich auch noch fertig hier. So. Den sind auch noch mehr Dunkeldürrer. Ich glaube, die mache ich auch mal eben platt, bevor die jetzt wieder ankommen. Drei Dunkeldürrer, was machen die denn alle hier? So. Die kassieren noch mega. Der hinten auch. Wenn wir schon dabei sind, dann machen wir eben den dicken Typen da fertig. Kommt er auch zu mir? Komm her, hier bin ich doch. Da kommt er jetzt. Na, endlich. Oh nein, ich hab matt gehauen. Nein. Wollte ich gar nicht. Aber er hält mir sofort immer die den Arm hoch. Sehr geil. Okay, jetzt müssen wir wieder zurück zu Chani und fragen, was denn jetzt mit der abgeht, ey. Warum ist die denn so gealtert? Wie viele Jahre waren wir denn weg? Oh, die Stimme ist total rauchig geworden. Oh, wo denn schon wieder irgendwer? Ich glaube, ich spinne. Der Kampf war viel zu früh vorbei. Kommt die alle her? Die machen irgendwie, gehen die auf Patrouille, die Monster hier, oder wie, oder was? Oder wer? Oder wo? Verstehe ich nicht. Ich habe keinen Bock mehr, ich gehe hoch und rede mit der alten Chani. Kann ja wohl nicht wahr sein, dass das hier Chani sein soll. Ich brauche deine Hilfe. Du wärst besser beraten, wenn du schnell wieder das heilige Tal verlässt. Ich habe meinen Geist verloren und muss ihn wiederfinden, bevor ich zum Schergen des Schattenreichs werde. Ich kann dir nicht helfen, Gucho. Ich habe meine Aufgaben hier. Was wäre, wenn ich dich bei deinen Aufgaben unterstütze? Warum seid ihr Guchos bloß immer so aufdringlich? Gut, dann geh und such meine Krieger. Damaka ist irgendwo auf den Hochebenen im Westen. Er ist schon lange unterwegs. Ich fürchte das Schlimmste. Ich werde deinen Krieger Damaka finden. Chi, Gucho. Geh schnell. Ich brauche nicht mehr lang für den Bannzauber. Dann werde ich euch unterstützen. Alles klar, cool. Ja, schon wieder eins. Oh Mann, wieso rennen die denn alle wie so bekloppte runter hier? Oh Mann, ey, der Platz ist echt so kacke ausgewählt worden von Chani, hier im Haus, Baumhaus zu machen, ey. Hier kommen nochmal zwei an. Wo kommen die her? Mach ihn nieder! Vor allem greifen die auch, wollen die auch Matt einmal die ganze Zeit angreifen. Das ist ja auch sehr geil. Chani schon tot? Ja, die kann auch gut gehen, ey. So alt und hässlich, wie die geworden ist. Mistvieh! Mistvieh!
Gut gemacht. Hier oben ist noch ein Viech, sehe ich gerade. So eine Grabspinne. Nee, Soldat des Orakels. Ach, das sind die Orakelsoldaten. Die Grabspinnen. Das hat richtig weh. Oh, jetzt hau ich schon wieder die ganze Zeit matt, ey. Was du machst. Ich weiß auch nicht, wieso matt immer da steht und ich ihn immer haue. Ist ja so geil. Hau doch drauf hier. So. Noch eins, wo kommen die Viecher her? Das war stark. Ist ja nicht normal. Wo sind wir überhaupt? Wir sind jetzt hier. Ach so, alles klar. Tja, dann würde ich mal kurz die Quests mal kurz checken. Verschollen im verbotenen Tal. Shani will, dass ich den verschollenen Krieger Damaka finde. Sprich mit dem Orakel. Shani sagt mir, dass das Nest des Orakels Margolot jenseits der großen Halle im Osten zu finden sind. Ich sollte mit dem Orakel sprechen. Ich würde das, glaube ich, erstmal zuerst machen. Wo ist der Typ denn? Ach, da hinten auf dem Ding. Dann können wir das ganz mal kurz machen, wenn wir hier durch über die Baumstämme gehen. Das ist ja ganz easy peasy. Weil die Baumstämme sind ja so riesig. Richtig abgefrenkt, aber genau dort positioniert, dass man über die Inseln gehen kann. Das ist ja so ein Zufall. Ein göttlicher Zufall. Mach ihn nieder! Und noch mehr von den Viechern. Ich glaube, ich spiele sie durch. Na. Von euch lasse ich mir aber nicht erzählen, was ihr zu tun habt. Was ich zu tun habe. So. Vielleicht kriegt Maul macht wieder eins aufs Maul. Mach ihn nieder! Nur noch Zeit! Nur noch Zeit! Und diese Statuen, die sagen gar nichts aus. Zeig sie. So. Auch weg mit dem Vieh. Und da sind auch schon wieder welche. Ich hoffe, der Soldat ist jetzt auch hier. Also der Typ von der Ollen. Mach schon. Oh ne, ich wette, der ist tot. Wenn jetzt hier schon zwei Golems auftauchen. So. Naja, geil. Ausgewichen, wieder ausgewichen. Das ist ja so geil, ey. Oh, Mann, ey. Ja, ein Golem komplett mit Kontern weggeballert, ey. Jawohl. So, wo sind die jetzt hin? Keine Ahnung, hier ist auf jeden Fall ein Teleportstein und ein toter Krieger. Das muss der gewesen sein. Das war eine Lektion. Ich weiß auch echt nicht, was hier kaputt ist. Oh, eine Voodoo-Puppe. Den Totenkrieger, den sie aber meinte, ist der hier. Ne, der hier, der Marker. Verschollen im verbotenen Tal. Na toll, der ist jetzt echt Oppe. Dem kann man echt nichts mehr anfangen. Sehr schade. Aber nun ja, okay, ich würde sagen, ich schneide hier. Ne, ich beende hier die Folge. Und dann sehen wir uns wieder bei Shani oder beim Orakel. Ich schau mal. Orakel ist ja eigentlich schon wieder da oben. Also hier. Vor dem Tempel sehen wir uns dann. Ich bin der Ameisenkönig. Wo gehen wir eigentlich hin? Das weiß ich noch nicht. Aber du wirst es ja gleich sehen. Ich wollte nur sicher gehen. Man weiß ja nie, was einem hier im Dschungel so alles auflauert. Habe ich dir eigentlich erzählt, wie ich... Nein, das hast du nicht. Und es interessiert mich auch nicht. Du musst ja nicht gleich ausrasten. Ich kümmere mich doch nur um unsere Sicherheit. Dann mach das, aber halt die Klappe dabei. Ich muss mich konzentrieren. Na, sag das doch gleich. Ich bin still wie eine Leiche. Glaube ich dir nicht. Oh Mann, ich wette, wir verlieren irgendwie auch Seelenpunkte, wenn wir uns das mal weiter anhören von Matt, ey. Das wäre so geil gewesen, wenn man das durch die Anwesenheit von Matt Seelenpunkte verloren hätte. Das wäre so geil gewesen. Alles klar. Bis morgen. Ciao.